Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Wobei hier jetzt nicht wirklich Sachen sind, die ich selber gekauft habe. Das sind Sachen, die meine Freundin gekauft hat. Nicht wundern. Ja, ich habe Spangen in meinem Bart. Meine Tochter hat mir den Bart verziert. Also lasse ich sie auch drin. Logischerweise wollte sie ja auch. Ich muss ja auch gleich hoch. Ist gleich gute Nacht sagen angesagt. Aber ich wollte halt noch das schnell machen. Wir haben gestern geholt. Ich wollte eigentlich nur Gruffalo holen. Ich wusste gar nicht, dass es die anderen gibt, weil das war mir zu teuer. Also alle DVDs von allen zu holen. Aber habe ich denn noch durch Zufall gesehen? Sieben Geschichten. Leider ist von dem Drachen nur eine damit bei. Sieben Geschichten. Und sogar das mit dem Wal und der Schnecke ist mit bei. Das hast du eigentlich so noch nicht auf DVD oder Blu-ray gefunden. Der Wal und die Schnecke. Gruffalo. Also das, der Gruffalo, Gruffalo Kind, Stockmann, Gott. Zock, also das ist so ein Drache. Räuberratte und der Hund und die Katze. Oh Gott, ist das klein. Ja, irgendwann mit einer Hexe. So. Habe ich DVD geholt. 9,99 €. Alle einzeln zusammen würden 34 oder so kosten. Natürlich Prime, kein Versand. Blu-ray gibt es auch, kostet 22, aber es reicht auf DVD. So. Dann, gut, das ist für mich und meine Freundin, was hier drin ist. So. Achso, das sieht man jetzt ja nicht. Ist von BirdTech. Kann ich aber jetzt leider nicht aufmachen, sonst fliegen die alle durcheinander. Das sind Klebehaken mit Silikonkleber für Außenwand, Plastik, kannst du überall hinkleben. Für Katzennetz. Ja. Und Moment. Was braucht man denn noch dazu, wenn man Silikonhaken hat? Das passende Katzennetz. Ja. Das haben wir halt in 8 mal 3 Meter. Bei Frauchen kommt es halt komplett über die ganze Balkonseite. Also komplett. Bei mir nur unten. Weil die, da haben wir so ein, da haben wir beide so eine große Lücke. Dann kommt ja der Blumenkasten. Und oben, da will ich den Draht spannen. Dann, ja, oder so. Ich weiß es noch nicht, wie ich es am besten machen werde. Oder von oben halt noch Draht, dann mit so Verstrebung irgendwie. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten mache. Weil ich will eigentlich nur so etwa über dem Blumenkasten so hoch. Dass der Kater halt nicht runterfällt oder so. Der rüberspringt tut er nicht. Der liegt eigentlich ruhig da drin, aber sicher ist sicher. Und die werden dann an der Seite unten und so verklebt. Und dann bei dem Hänge, bei dem langen Ding muss ich sehen, wie ich das am besten mache. Da habe ich noch überhaupt keinen Plan, wie ich das am besten mache. So, dann hier. Ich werde euch natürlich alle Produkte auch in der Videobeschreibung verlinken. Kratzschutz. Das kann man an Tapete, an Türen, ans Bett, ans Sofa, überall rankleben. Ist durchsichtig. Klebst du ran, dass die beim Kratzen dann halt, ja, dann merken, oh, ist ja doof. Und dass halt der Stoff vom Bett, Sofa, Stuhl, Tapete, Tür, was weiß ich, halt nicht beschädigt wird. Ne? Logischerweise. So. Also mal gucken, wie kriegen wir das jetzt am besten hier alles rein. So, hier, da war ein Schleichpferd drin für die Kleine, was sie sich gewünscht hat. So, dann können wir das hier reinmachen. Dann haben wir, was haben wir hier drin? Ach, hier, das sind Haarspangen. Also nicht Haarspangen, sondern Haarklemmen irgendwie. Also so eine große, wie der Friseur hat. Hier seht ihr das Bild. Ich meine, die euch natürlich auch verlinken. Zum Abteilen der Haare für einen Zopf machen oder ja, zum Kämmen oder was. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist halt von Vorteil. Ich weiß es nicht. Frau hat mir das erklärt. Ich sehe nicht durch. So. Und hier haben wir dann noch
so ein Set, ich hoffe, das sieht man, weißer Weihrauch mit einer Feder und irgendeinem Holz und so zum Räuchern. Ich habe keine Ahnung, ich sollte es nur bestellen. Weil meine Frau ist ein bisschen abergläubisch und es soll wohl positiv, soll schlechte Energien wegmachen oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls wollte sie es haben. Was bin ich? Warum sollte ich da meckern? Warum sollte ich quatschen? Wenn Frau das will, dann kriegt sie das. So einfach ist das. Da braucht man nicht lang fackeln. Weil Happy Wife, Happy Life. So, dann kann das auch nämlich gleich hoch zu Frauchen. Sie hatte keinen Blu-ray-Player oder DVD-Player, also bleibt das unten. Das gucken wir dann. Ja, ich hatte auch noch ein kurzes Video. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon online gestellt habe. Ja. Und ich habe eigentlich noch was beim ich habe noch was bestellt für meine Mama und auch was für mich bei den Osterangeboten. Das sollte in den nächsten Tagen auch kommen. Ich weiß nicht, ob ich es, also werde ich aber nicht schaffen, dass es dieses Wochenende kommt. Das werde ich dann das Wochenende danach wahrscheinlich machen, muss ich gucken. Und dann habe ich noch was bestellt, weil ein super Angebot war. Kann ich ja sagen, Spaß kostet. Und da musste ich zugreifen, da habe ich mir extra noch Geld geborgt, dass ich da zugreifen kann. Werdet da dann sehen. Wird wieder Überraschungsbox. Ich weiß selber nicht, was drin ist. Die alten Hasen wissen, was das ist. Also, das ist dann wieder so eine Aktion, dass du halt was kaufst. Du weißt halt nicht, was du kaufst. Also schon T-Shirt, Hosen. Sagst du, was du haben willst, aber du weißt halt nicht, was drin ist. Kategorie kannst du aussuchen. Werden wir sehen. Ich habe zwei Kategorien ausgewählt. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, also für den Sommer halt kurze Hosen, kann ich ja verraten, kurze Hosen und dann mehr verrate ich nicht. So. Und dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder oder Livestream. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.